Harald Schmidt. Heute mit zwei neuen Tonarten, Fis-Dur und einmal kurz E-Moll nach etwa 18 Minuten. Neu, meine Damen und Herren, willkommen im Paradies, Außenstelle. Dieser Jubel küt vom Herzen. Ich bin so glücklich heute. Ich bin heute so unvorstellbar glücklich, meine Damen und Herren, denn heute können wir Ihnen endlich das berühmteste Stück der Bühne von Willy Milowitsch hier live vorspielen, den Klassiker Et Küt vom Häze. Ja, eine Riesennummer. Sie wissen, der Klassiker. Die Tochter von Amtmann Knüppel, Mitzi, und der Schwiegersohn von Amtmann Knüppel, Dünse Pfiff, haben Böses vor, aber seien Sie mal gespannt, wie das ausgeht. Ja. Nachher live hier ob unsere Kölsche Bühnen. Ja, ich sag das gern, weil ich weiß, dass gerade in Hamburg und in München echt deutsche Töne super ankommen. Ich möchte ein Geheimnis zu Beginn heute lüften. Ich werde oft gefragt, wie bereiten Sie sich eigentlich heute auf die Sendung vor? Jeden Abend. Und ich habe mich heute intensiv vorbereitet. Ich habe heute Nachmittag 2 Stunden Tennis geschaut. Im ZEPS. DF. Ich habe meinem Team gesagt, arbeit mal ein bisschen leiser da draußen. Ja? Denn ich muss es hier sehen. Ich habe ein Traumspiel gesehen. Martina Hingis gegen Monika Seles. Und fantastisch. Neu im ZDF, super Zeitlupenaufnahmen der Gesichter der Spielerinnen. Fantastisch. Wirklich, Martina Hingis fast immer in Zeitlupe. Ja? Immer gut gelaunt. Und Monika Seles in Zeitlupe. So. Ich hab's genau gesehen. Haben Sie das heute auch gelesen in der Zeitung? So groß. Der Jürgen Klinsmann, der Neugenueser, wie das jetzt heißt. Ja, er bereitet sich ja zusammen mit den Kollegen von der Nationalmannschaft vor auf das wichtige Spiel gegen die Ukraine, wie wir Fachleute sagen, gegen die Ukraine, nicht Ukraine, wie es früher mal geheißen hat, sondern Ukraine. Lothar Matthäus, der geheimnisvolle Tagebuchschreiber des FC Bayern, hat doch tatsächlich 10.000 Mark gewettet, dass Klinsy in dieser zurückliegenden Saison nicht mehr als 15 Tore schießt. Stellen Sie mal sowas vor. Ja. 15 Tore. Ich glaube, er hat genau 15 Tore geschossen. Und ich weiß nicht, wer zahlen muss, denn dagegen gehalten hat Uli Hoeneß, der Manager des FC Bayern. Und der Jürgen war sehr glücklich, weil er gesagt hat, wenigstens ist der Uli der, wo auf mich gesetzt hat. Und das Auffallende ist, ja. Sieht so fantastisch aus. Aufschlag Hingis. Und dann kriegt Seles den Ball nicht. Stundenlang. Seles ist schon abgereist, rausgeflogen. Ja, Hoeneß hat dagegen gehalten, aber nur im Verhältnis 2:1. Sie verstehen? Lothar hat 10 gesetzt und Uli Hoeneß hat gesagt, nee, der Klinsy macht mehr als 15, da setze ich 5. Das ist auch sehr merkwürdig. Lothar Matthäus hat sich bisher noch nicht geäußert. Er möchte abwarten, was er morgen dazu in seinem Tagebuch geschrieben haben wird. Und ja, das muss er ja immer lesen. Und Giovanni Trapattoni, Sie wissen, ja, Trainer von der FC Bayern, hat von alledem nichts gewusst. Er hat gesagt, er wusste nichts von der Wette.
Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ja Mensch, waren denn diese vorzeitigen Auswechslungen wirklich Zufall? Ich dachte, wäre vielleicht beteiligt gewesen. Oder? 10.000 Mark! 10.000 Mark! Überraschend, dass Leute doch einen ganzen Stundenlohn auf sowas Wackeliges setzen. Hätte man das wissen können? Hätte man das wissen können? Ja. Wie heißt nochmal diese Supersendung in Sat.1? Mit dem Ran, Ran. In Ran war der Beweis schon zu sehen und wir haben es nochmal für Sie hier. Es war, schauen Sie mal das Spiel, als die Bayern in Düsseldorf gespielt haben gegen Fortuna, was Klinzi passiert ist und die Reaktion von Lothar Matthäus. Der Schuss von Klinzi, schauen Sie, knapp vorbei und Achtung, jetzt kommt Lothar. Ja. Ja, danke an dieser Stelle an die Kollegen von RAN. Es lohnt sich wirklich, dass RAN jeden Bundesligaspieler mit 23 Kameras beobachtet, pro Spiel, plus Superzeitlupe, plus Schienen über Spielfeld. Hier, das war der Beweis. Wir feiern ein schönes Jubiläum. Heute 90 Jahre Persil. 90 Jahre Persil, meine lieben verehrten Hausfrauen. Was haben wir nicht für Spaß gehabt mit diesem Pulver? Damals vor 90 Jahren. Gegründet Persil von Heinz Persilmann. Ein billiger Scherz, den Sie zu Recht verachten. Persil, der Name ist ja entstanden aus Perborat und Silikat. Ja, Perborat und Silikat gibt Persil. Gefeiert wurde bei der Firma Henkel, die das produziert, heute den ganzen Tag. Riesenstimmung bei 30, 60 und 95 Grad. Und ich habe mich gefragt, wie geht's denn weiter mit Persil? Denn die Aggregatzustände, also das, wo wir das kriegen können, waren ja bisher Pulver, ja? Moment. Pulver. Dann flüssig. Und der Knaller jetzt. Mega-Pearls. Das heißt ja eigentlich, die nächste Stufe müsste sein Spray. Pulver, flüssig, Mega-Pearls, Spray. Nur noch draufspielen und der Dreck fällt ab. Was gibt's denn Neues von den Kellys? Nein. Lange nicht mehr gehört. Mein Lieblingsspruch war immer in der Werbung, Öl geht jetzt runter wie Öl. Mit Persil. Sogar Öl geht jetzt runter wie Öl. Und als ich das begriffen habe, dass das wirklich wahr ist, habe ich gesagt zu meinem Fahrer, Özgür, Özgür, wenn, Özgür, wenn du wieder draußen in diesem schönen Naturschutzgebiet Ölwechsel machst, ja, leer mal bitte eine Kiste Persil drauf, damit nicht Tiere gefährdet werden. Ich habe übrigens heute beim Tennis, ja, nicht nur dieses Gesicht von Monika Seles in Superzeitlupe gesehen, sondern ich weiß jetzt, wen ich vermisse. Ich vermisse Ivan Lendl. Und zwar, es gab eine Schiedsrichterentscheidung, die war knapp. Und da sagte Martina Hingis nur, haben wir abgelesen, are you sure? Are you sure? Und Lendl hat doch immer sich aufgeregt. What? Come on! Immer so mit diesem Ottmar Hitzfeld-artigen Gesichtsausdruck. Das fehlt mir, wirklich. Es gibt jetzt, wenn Sie sich gerade wieder beruhigt haben wegen diesem Scherz über das Naturschutzgebiet, es gibt jetzt, wie heißt das denn, wo diese halb verhungerten Schlampen hinter der Trese hängen? Bioläden. Bioläden. Was wollen Sie? Das ist kein Roquefort, das ist mein Sohn. Ach so, ja. Passiert mir oft im Bioladen. So, bitte mal was von dem Schimmelkäse. Ja. Es gibt jetzt Bioläden für Tiere. Wirklich. Eine
tolle Sache. Und da habe ich erst begriffen, ach so, jetzt gibt's für Tiere, bisher waren sie für Menschen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es sei so eine Art Experiment am lebenden Käse. Es gibt jetzt im Bioladen für Tiere Pal mit 5 Sorten Tofu, den Sheba Müsli Crisp und es gibt, und das finde ich das Tolle, dritte Weltschappi. Ja, und zwar dritte Weltschappi, chinesische Hunde verfüttert an Deutsche. Ich frage mich, hat das denn Auswirkungen auf den Charakter, wenn Tiere im Bio-Ökoladen essen? Wenn dann die Hündin irgendwie räudig ist und der Rüde sagt, lass uns mal drüber reden. Die Nahrung, ändert das irgendwie was? Es gibt übrigens auch für Kaninchen Möhren aus biologischem Anbau. Und das ist sehr empfehlenswert. Ich habe festgestellt, das Fleisch ist dadurch sehr viel zarter. Ja, es ist... Sie wissen ja, seit gestern habe ich mich geoutet, dass ich ganz toll Möwen nachmachen kann. Ah! 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 Habe heute schon im Supermarkt billiger dadurch Sachen gekriegt. Ah! Ah! Und an der Kasse einfach statt zahlen. Ah! Das ist ganz wichtig. Meine lieben Damen in den Jahren, die bei Männern als die Besten gelten, meine lieben Katzenbesitzerinnen, liebe Katzenbesitzerinnen, ganz wichtig für Sie, für Ihr kleines Bärli und Ihre Muschi und die Susi und wie sie alle heißen, Ihre kleinen, super tollen Katzen. Sie können Ihre Katze ganz einfach mit Vollwertkost füttern. Sie müssen nur im Garten die Meisenringe ein bisschen tiefer hängen. Danke. Die Natur kann so grausam sein. Ich bin sehr stolz, als erster offiziell vermelden zu dürfen, ein enger befreundeter Sender, RTL, geht wieder mal allen voran auf dem Weg progressiv. RTL präsentiert ab demnächst ein Fernsehprogramm von Greenpeace. Tolle Sache. Greenpeace macht ein regelmäßiges Fernsehprogramm bei RTL. Ich habe mich gefragt, warum gehen Sie zu RTL Greenpeace? Ärger mit der Steuer? Ja, es kam heute völlig überraschend in der Zeitung, es könnte Ärger geben intern, weil normalerweise Abenteuersendung im Schlauchboot war normalerweise zuständig Birgit Schrowange. Und wenn das jetzt RTL macht, wer präsentiert das? Sie wissen, es das heißt doch immer von einem präsentiert, diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von, die Greenpeace Umweltshow wurde Ihnen präsentiert von Shell. Es ist nicht so neu, weil mit Booten irgendwo den Wasserfall runter vollgespritzt werden, 100.000 Mark, das gibt's ja alles schon, die 100.000 Mark Show, oder? Das sind doch dieselben Elemente. Und das Neue ist eben bei dieser Greenpeace Show, die Moderatoren lesen die Texte nicht von großen Papptafeln ab, sondern, ja, nein, nein. Bei der Greenpeace Show lesen die Moderatoren die Texte nicht von Papptafeln ab, sondern von Bettlaken. Von großen Bettlaken. Und falls Sie schon mal freuen wollen auf das große Greenpeace-Fernsehprogramm bei RTL, hier ist das Programmschema. Unser Programm beginnt um 8.30 Uhr mit unserer Morgengymnastik Fit vor Schornstein. Um 10 Uhr dann Vollkorn, das Magazin für Alkoholiker. Freuen Sie sich um 11 auf Heinz Schenk und seine Gäste, wenn es wieder heißt, zum blauen Sack. Um 12 Uhr der Kresse-Club. Für die Kleinen gibt es um 14 Uhr wieder Neues aus Birkenstock. Und um 15 Uhr die stillenden Stars. Heute mit der Ex-Greenpeace-Aktivistin Monika Griefhahn. Unsere tolle Vorabendserie erwartet Sie um 17.30 Uhr. Für alle Abfälle Stefanie. Um 7:30 dann unser Gesundheitsmagazin Allergien für Millionen. Der Abend wird eingeleitet mit einer neuen Episode vom Traumschlauchboot, heute am Mururoa-Atoll.
Um 21.45 Uhr das Heute-Journal. Robbenbabys plaudern aus dem Handtäschchen. Großes Hollywood-Kino dann um 22 Uhr mit dem packenden Karatefilm Die Rückkehr der Körnerfresser. Mit dem großen Müsli. In weiteren Hauptrollen Henna Lind und Uschi Altglas. Um 23.45 Uhr sehen Sie das erotische Meisterwerk Zärtliche Aktivisten. Da braucht man drei Videorekorder, oder? Um nichts zu erfassen. Unsere Gäste heute Abend, meine Damen und Herren, eine großartige Kombination. Eine attraktive Moderatorenkollegin und zwei super attraktive Kollegen vom Bereich Tatort. Bei uns heute Abend zu Gast Nadine Krüger, Miroslav Nemetz und Udo Wachtfeitel. Gleich hier auf diesem Stuhl. Ich habe es gestern angekündigt. Gestern gab es ja hier Post von unserem Letterman und wir konnten gar nicht alles erledigen. Und ich habe gesagt, das Supermagazin Gefährliche Ladung. Das wollen wir Ihnen heute vorstellen. Das Fachmagazin für den gefährlichen Brummitransport. Aufmerksam gemacht hat uns die Zuschauerin Anna Fricke. Hallo, Herr Schmidt. Ich bin begeisterte Zuschauerin Ihrer Show. Sonst wäre mir wahrscheinlich nicht die Zeitschrift aufgefallen, die ich Ihnen schicke. Vielleicht wissen Sie ja, wie es gemeint ist. Viele Grüße, Anna Fricke. Eine tolle Sache. Der Brummi-Verband, die ganz gefährliche Güter zum Teil auf der Straße transportieren, hat natürlich eine Fachzeitschrift. Und einmal im Jahr gibt es die große Auszeichnung, nämlich, wer wird Gefahrgutpreisträger? Schauen Sie, das ist die Frage. Wer wird Gefahrgutpreisträger 1997? Tolle Sache. Ich weiß nicht, ist es das goldene Fass oder was kriegt man da als Preis? Und trotz der gefährlichen Aufgabe haben diese Spediteure auch Humor und sie haben eine Comicfigur und die heißt Dieter Danger. Dieter Danger? Und also, da könnt ihr mich ja wegschmeißen, wenn ich diesen Comic sehe. Also, schauen wir hier. Dieter Danger, ein Vierbild-Witz. Tankcontainer ausgelaufen, Lagerhalle abgebrannt. Ich habe ein Alibi. Das ist so gut. Und dann habe ich eine junge Frau entdeckt, die mich unglaublich fasziniert. Und sie ist hier. Nein, nicht Barbie, hier. Schauen Sie, es ist Ute Sabbat. Frau Ute Sabbat. Ich dachte zuerst, als ich das Foto gesehen habe, hallo Ute, hey! Ja? Aber... Hey, hartnäckig und selbstbewusst. Ja, Ute Sabbat. Ute Sabbat. Und schauen Sie, hier unten schaut Ute Sabbat in die Papiere auf diesem Foto hier. Und da steht, stimmen die Papiere? In diesem Fall ja. Das heißt, es gibt auch andere Fälle, aber wir gehören nicht zu den Leuten, die alles madig machen. Tolle Sache, gefährliche Ladung. Ja, das Supermagazin für unsere Spediteure. Dann, meine Damen und Herren. Echtes Kroko. Würde bei uns nie auf den Tisch kommen. Es ist ein Imitat, selbstverständlich. Und wir haben unglaublich viele Gäste mittlerweile, die bei uns hier reinschauen. Viele kommen auch einfach nur hinten, trinken ein Gläschen. Und gehen dann wieder, tragen sich aber ins Gästebuch ein, der Trainer des Champion League-Gewinners Ottmar René Hitzfeld hat reingeschrieben, war witzig hier, ich wollte lachen, habe aber nicht gewusst, wie man in den Keller kommt. Ottmar Hitzfeld. PS, schauen Sie unten, PS, kann es sein, dass ich beim letzten Mal hier ein Magengeschwür liegen gelassen habe? Hat Humor. Oh, Mister.
Giovanni Trapattoni ist eine so Motto senso tacito, muss ich früh attackieren. Geh raus, mach es Bill immer gut, Freund mit Harald, 20 Jahre auf Bank, nie erlebt sowas, Giovanni Trapattoni. Schön. Über ihn freue ich mich besonders, meine Damen und Herren. Ein Mann, der Millionen mit seinen Liedern erreicht. Hey Mann, war echt super als Gast in deiner Show. Schade, dass wir uns nicht gesehen haben. Andrea Bocelli. Oh. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja unglaublich. Schauen Sie mal, unser Bundespräsident Roman Herzog hatte sich nicht nehmen lassen, eine Kurzrede. Ihre Show macht sich verdient um die kulturelle Identität aller Deutschen. Sie könnten aber ruhig mehr Titten zeigen. Mehr Titten zeigen in dieser Hinsicht hat uns heute der Stern schwer enttäuscht. Dieses Titelbild hier. Ja, schauen Sie, diese Steuern, nein, danke. Ja, nein. Nein, wir haben drin, was hat der Kampf gebracht? Das sind Artikel, die auch zu unserer Show passen. 30 Jahre Studentenbewegung, 30 Jahre lange Haare, aber gepflegt müssen sie sein. Und viele können sich vielleicht nicht mehr erinnern, wie das damals mit der Studentenbewegung alles angefangen hat. Es waren ja wilde Zeiten und hier ist ein kleiner Blick in unser streng dokumentarisches Archiv. Im Jahr 1967 sind die deutschen Studenten ein lustiges Völkchen, das in Kommunen rumgammelt und mit jungen Ludern die freie Liebe praktiziert. Alles ändert sich, als der Schah von Persien zur Folterwarenmesse nach Berlin kommt. Plötzlich schlägt die Staatsmacht gegen die Studenten zu. Der Widerstand der linken Bazillen wird sofort organisiert. Und zwar von dem langhaarigen Studentenführer Rudi Dutschke. Gemeinsam veranstalten die Kommilitonen Demos gegen die Scheißgesellschaft und erfinden schließlich sogar die Straßenschlacht. Ab da ist Deutschland ein Tollhaus. Radikale Studentengruppen spalten sich ab und werden richtig gemein. Die Bader-Meinhof-Gruppe schockt mit der Verbreitung solch beschissener Fotos. Doch das Kommando Dieter Thomas Heck sorgt so richtig für Panik unter der Bevölkerung. Und nach diesen furchtbaren Exzessen ist die deutsche Gesellschaft nie mehr dieselbe. Liebe Freunde, wenn Sie diese Geste von mir sehen, dann wissen Sie nicht nur, dass ich mich ganz besonders freue, sondern jetzt wird es richtig volkstümlich. Alle Freunde des schönen deutschen Volkstheaters, jetzt küt ganz speziell etwas für Sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bis zum Beginn unserer nächsten Sendung haben wir noch ein wenig Zeit. Darum zeigen wir Ihnen jetzt Impressionen aus dem Schwarzwald. Jetzt geht's aber los, meine Damen und Herren. Es darf gelacht werden. Denn nun heißt es mal wieder Vorhang auf für Willy Milovic und sein Ensemble. Et küt vom Häze. Ein vergnüglicher Dreiakter nach bester Milovic-Manier. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Nee, also ich weiß es ja nicht. Für der Papa jetzt schon der Sage raussuchen und dann auch noch das Testament selber schreiben. Ist das nicht ein bisschen makaber? Nee, Mizi. Na, denn er wird schon so gebrechlich. Da muss er als Tochter schon vorsorgen. Das stimmt. Er hört nichts mehr, er sieht nichts mehr. Und immer öfter sät er zu singen im Wohnzimmer dich guten Tag. Oh. Pass auf, der Zug geht. Guten Tag! Alles wie ihr Papa! Tag, Papa! Was soll ich sagen?
nee, das habe ich vergessen. Was soll ich sagen? Der wird immer wunderlicher. Neulich hätte sie ja beim Zubettchen statt singen ihr bisschen Hüftchen länger rausgenommen. Das muss das vorstellen, ne? Will ich jetzt absingen doch dazu? Wow, wow! Mitzi, du bist ein lecker Mädchen! Und du bist der Dieter! Oh nee, ich bin nicht Mitzi, Papa! Komm mal ein bisschen näher, Mädchen! du bist der Dieter, genannt Dünsepfiff! Und du willst meine Mitzi heiraten! Nee, das stimmt nicht, aber wir sind doch längst verheiratet, seit 6 Jahren! Wie ist wie ihr Papa? Da musst du unterschreiben. Das ist ein Testament, Papa. Du bist in eine gute Jung. Wie? Hä? Wie? Ha! Wie hat der FC gespielt? Verloren! Nee, was bin ich mit? Ich muss mich hinlegen. Oh. Was meinst du? Ob er schon hin ist? Dünsepfiff, lies mal, was ich unter meinem Testament geschrieben habe. Ich enterbe Dünsepfiff, der dumme Sau, und vermache all mein Geld den blauen Funken. Alaf, es kommt vom Herzen. Unsere ersten Gäste heute Abend, meine Damen und Herren. Das erfolgreichste Tatortpaar sind die Tatortkommissare des Bayerischen Rundfunks. Herzlich willkommen, Miroslav Nemetz und Udo Wachtfeitel. Das ist so wahnsinnig cool. Ja. Ja, das ist ja fast bei euch manisch, oder? Mit diesem Film, das war auch das letzte Mal so, als ihr hier wart mit der Videokamera. Du erinnerst dich? Natürlich erinnere ich mich. Wir wollten dich drin haben, wir wollten den Helge Schneider drin haben, wir wollten eine Erinnerung haben und dann haben wir das immer zu Hause angeguckt. Tatsächlich, hat es funktioniert. Ja. Kommt ihr denn heute unmittelbar, wie das so heißt, vom Dreh aus München, vom Tatort? Ja. Ich komme vom Tatort-Dreh, ja. Wir haben es noch geschafft, in der Mittagspause, sozusagen kurz vor Abflug, noch einen eigenen kleinen schmutzigen Film zu drehen. Für dich? Und wirklich? Zwar damit, damit du siehst, wir fühlen uns auch in die Gegenseite an, in die Bösen. Ja. Und da wollten wir mal zeigen, wie wir das machen. Also das sind die Vorarbeiten immer zum Tatort. Bitteschön. Aber getarnt natürlich. Ja. Und das haben wir heute kurz für dich aufgenommen. Ja, so eine Home-Story sozusagen. Und man sagte, wir dürfen auch nicht sagen, was wir verfolgen, natürlich. Es fehlt ein bisschen der Ton, finde ich. Man sieht es auch nicht gleich, den Ton also hatten wir ja nicht dabei. Es geht darum, dass doch, jetzt hört man Schritte. Ah. Also man hat uns gesagt, wenn jetzt kein Ton da ist, sollen wir dazu reden irgendwie, sollen was erzählen. Doch, man hört ganz jetzt, deutlich. Jetzt pass auf, jetzt kommt die Schlüsselszene. Ja. Jetzt wird's spannend. Achtung, das ist Schinken. Den lässt du mich wieder nicht essen. Und hier kommt jetzt, ein ganz gemeiner Trick, mit dem man auch, ihr hattet schon in der Sendung so Tiere, mit denen man die fangen kann. Ich kenne es eigentlich so auch von Kartoffeln im Ausbruch. Ah ja, und jetzt, kommt das wollen wir uns Ultrafiese, wir locken sie nämlich noch vokal. So. Jetzt, glaube ich, kommt ein bisschen Ton. Jetzt kommt, glaube ich, der Ton. Ich drauf, ja. Jetzt kommt aber der Retter in der Not. Das ist der böse Nachbar. Das ist der Katzenbesitzer. Der alles feitelt. Naja. Aber das ist ja unglaublich. Das ist ja fantastisch.
Was Sie nicht bedürfen, aber ihr habt versucht, die Katze mit einem Schinken zu locken? Ja. Ja? Ja? Parma-Schinken. Ja, das mag sie besonders. Ja. Aber war zu dick geschnitten, glaube ich. Sie mag ihn dünn. Ja. Das zeigt aber, ihr habt ja neben dieser schweren und ernsthaften Arbeit des Tatortdrehens noch Zeit für Schabernack. Für psychologische Vorbereitungszeit. Ist das richtig? Ihr habt Wieso jetzt... Schabernack? Ja, das war schon, also doch recht launig, ja. Oder? Ach so. Nee? Wir meinten das schon ernst. Ja, also. Ist es richtig, ihr habt jetzt drei Tatorte hintereinander gedreht? Nein. Noch nicht, also im zweiten sind wir mittendrin und der dritte kommt dann noch. Und wird jeder sozusagen chronologisch gedreht, erst ein Tatort oder dreht ihr sozusagen durcheinander? Chronologisch. Chronologisch. Ja. Ja. Ihr seid warum lächelt ihr da so? Es klappt wie am Schnürchen, das Gespräch, deshalb. Wirklich? Ja, ist toll. Habt ihr das? Wir haben uns auch. Ja, wir haben. Finde ich gut. Ja. Du machst das schon sehr gut. Ja. Ja. Wieso hattet ihr die Erwartung, dass es nicht klappt? Warum nee, eigentlich nicht, aber wir haben deshalb vorbereitet, wir dachten, machen wir mal einen Film, wenn uns nichts einfällt beim Reden, oder singen wir dir was vor, zum Beispiel zum Tatort, wir haben uns so ein paar Gedanken gemacht, die wollten wir dir dann vorsingen, das machen wir doch jetzt, oder? Das Lied. Ein also Lied? Damit wir so immer so kleine Einlagen haben. Ihr habt Zeit, nicht dazwischen. Nur einen Film nebenher zu drehen? Ja, ja, das haben wir also für dich jetzt kurz einfach alles anstudiert. Das ist ja. Auch mit ihm von so das ist über den Tatort, Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben. Ja, ihr habt es gehört, wie ihr es vorhin geprobt habt. Mach mal. Ja, am Sonntag um 7:45, da wird gern mal einer umgebracht. Und dann müssen wir ran, solo für zwei Mann, und herauskriegen, wer's hat gemacht. Die Einschaltquoten sind passabel, doch das ändert sich im TV schnell. Kommt ein Fußballspiel, oh, das kostet uns viel, um die 700 bis 800. Man kann auch Prozent sagen, aber das reimt sich nicht. Die Pflicht ruft uns täglich und nächtlich. Der Körpereinsatz ist ganz beträchtlich, was doch Grenzen hat, wenn es wird privat. Denn wir sind schließlich öffentlich-rechtlich und selten geschlechtlich unbestechlich. Ach, leck mich, ist ja schrecklich. Öffentlich-rechtlich. Fantastisch. Es war ein Abräumer, wie wir sagen. Vielleicht ein bisschen kurz. War gut gebaut als Abräumer. Also diese Zeit habt ihr noch alles nebenher, neben diesen Dreharbeiten. Ja, schau mal, du machst immer so gute Sachen, verstehst du? Da guckt man dich im Fernsehen an und dann denkt man, jetzt müssen wir auch irgendwas machen. Ist das doch wirklich machen. So? Können wir uns nicht hinsetzen und über uns irgendwas erzählen? Also das motiviert schon. Das motiviert. Seht ihr die Sendung jeden Abend, meine? Du, jeden Abend? Ja. Nee. Außer wenn es nicht läuft abends. Harald, ich weiß wirklich nicht, was ist das? Das hier? Ja. Das ist eine Kuhschleife, die haben wir vor vielen, vielen Jahren mal genommen. Rinder gegen den Wahnsinn. Einfach um BSE im Bewusstsein zu halten. Wusstet ihr das wirklich nicht? Nein. Habt ihr nicht beim letzten Mal gratis eine Kuhschleife geschenkt gekriegt? Nein. Jetzt ist es super schade, weil jetzt haben wir auch noch Maggie die Kuh. Ja. Mir wäre schon ein Glas Wasser recht. Ja. Und jetzt habe ich keine dabei, die hätte ich euch gerne geschenkt. Warst du im Urlaub? Du bist zu braun. Nein, ich war auf meiner Terrasse und ich drehe außen und ich werde ganz schnell braun, weil ich ein mediterraner Typ bin. Ich komme ja, weißt du, aus dem Süden. Woher genau? Ah, okay, aus Kroatien. Ja. Von der Küste da so. Von der Küste. Und da wird man schnell braun. Du hörst, Dankeschön. Das okay. Warte, seid ihr denn nur privat jetzt oder beruflich ein enges Paar oder fahrt ihr auch zusammen in Urlaub? Nee, wir waren schon mal zusammen. Das wird gleich so schwul interpretiert, merkst du? Ja, das ist. Harald. Da ist noch nichts passiert. Wenn du mal mitfahren möchtest. Wir haben mal seine Tanten in Kroatien besucht. Ja. Das sind nette ältere Damen schon. Und wir haben die dann mitgenommen, mal nach Rijeka. Also geht so ein paar Treppen runter. Wir sind dann vorgegangen. Eine halbe Stunde später waren sie auch schon da. Ja. Wir haben ihnen wirklich geholfen. Und die eine, die haben wir in die Kirche geführt, das muss ich wirklich sagen. Sie hat sich bis heute... Ich soll dich grüßen übrigens, habe telefoniert gestern. Und dann kamen wir aus der Kirche raus und dann fiel ihr die Unterhose runter, weil der Gummi schon so hin war. Ja. Und da war sie so... Das war ja so unangenehm. Mir wo wieder kein Geld Aber dann, geschickt. Dann sagt sie immer, der Udo hat sich mit dem Mantel vor mich gestellt und mich geschützt, bis sie das dann wieder gerichtet hat. Ja. Die sind so 80 und 84, die sind klasse. Und es lag dran, weil der Gummi halt natürlich da schon porös wird. Natürlich. Ja. Nee, also sollte man nicht lachen.
Das ist so. Nein, und wir haben auch eine Bootsfahrt mal gemacht, zum Beispiel. Jesus Maria, wir wollten ganz schick mit einem großen Motorboot so einmal nach Istrien rumfahren. Ja. Und dann auf der Rückfahrt waren so ein bisschen Wellen. Miro kennt sich aus mit Booten. Also 4 bis 5 ich wär, schon für ein Motorboot, weißt du. Gut, ich wäre gefahren, aber er kennt sich aus. Ich habe Angst und ich musste ihn ja heil zurückbringen. Dann haben wir das Boot da stehen lassen. Und sind mit dem Bus wir für viele Hunderte von Mark gemietet haben. Und sind mit dem Bus für 3 Mark zurückgefahren. Und ich persönlich fand die Busfahrt eigentlich besser, schön, muss ich sagen. Ja, das heißt, man kann in Kroatien tatsächlich noch für 3 Mark Bus fahren. Das kann man, ja, sicher. Von Pula bis Opatija sind wir für 3,50 Mark. Ist da nicht so ein großer Campingplatz? Und auch ein Amphitheater. Ja, das war. Aber da ist kein Campingplatz. Aber Pula kenne ich viele, da sind viele so im Camping. Pula. Das ist doch irgendwie ungefähr der halbe Weg des Autoputz gewesen früher, oder? Nein, das ist aber ganz woanders. Ist ganz woanders. Pula ist, weißt du, an der Südspitze von Istrien und der Autoputz, der ist ganz im Inland. Wieso haben die Leute los? Es ist wirklich kein Witz. Es waren muss die Leute. Nein, zu bezahlen, die haben gesagt, nein, ich schwöre es. Es waren Leute aus München, die haben mir gesagt, sie sind mit ihren Kindern nach Pula gefahren. Ach, zum Quatsch, Campen. Du meinst Ostern, wirklich auf, Pula? Ich schwöre es. Und sie haben gesagt, die fahren nicht mehr hin, weil sie mussten nach ein halbes Jahr zum Arzt sich Eiterbeulen aufschneiden lassen. Wirklich. Daher kenne ich Pula. Aber der Gummi hat wenigstens gehalten bei denen. Also in den seid ihr überhaupt so ein bisschen so Unglücksvögel, was Unfälle angeht, oder? Einer von euch ist beim Umzug mit dem LKW umgekippt. Das ist wahr, das bin ich ja, leider. Ja? Und die musste dann eine vielversprechende Gitarrenkarriere aufgeben. Du kannst seitdem nicht mehr Gitarre spielen? Nee, ich kann die Hand nicht mehr richtig so drehen. Also nur noch, mit der rechten geht's noch. Ja. Links nicht mehr. Wie kann man denn mit einem Umzugs-LKW umkippen, Udo? Zu schnell gefahren, einfach um die Kurve. Ich sag noch, Mensch, Pierre hieß er. Mensch, Pierre, was fährst du denn so schnell? Ja. Und der sagt, was? Und dann lagen wir schon auf der Seite, sind da hingerutscht auf einer Straße, ungefähr ein paar, weiß ich nicht, zig Meter, und gegen ein Haus geprallt. Und da war dann auch Kinderfasching drin. Und Gott sei Dank sind wir mit der stabilen Seite gegen eine stabile Ecke des Hauses geprallt. Sonst hätte es für die Kinder und für mich auch nicht gut ausgesehen. Aber ich merke, jede Geschichte, die hier erzählt, hat irgendwie so einen ganz bösen Dreh am Schluss. Ne? Mhm. Einmal fast mit dem LKW in Kinderfasching rein, dann die Tanten, bei denen Gott sei Dank fast nichts passiert ist. Ja, das der Motorbootunfall in Pula. Das sind so Geschichten aus dem Leben eigentlich. Und normalerweise erzählt man immer so nette Geschichten. Aber es kann ruhig auch mal ein bisschen einen ernsteren Unterton haben. Warst du jetzt gerade in Vietnam? Ja. Ja. Wie? Ja. Nein, es ist so. Du warst im Urlaub in Vietnam. Ja, und ich habe einen GI getroffen, der war 1969 dort. Ich dachte, der ist jetzt verheiratet mit einer Vietnamesin. Ach so, er ist da geblieben. Der ist mit einer Vietnamesin. Verstehst du? Das ist auch eine super Geschichte. Gut. Ja. Oh, hi Jim. This is great. You know, these people. Great. Und die Frau Miss Saigon. Und sie sind glücklich. Sie haben überhaupt kein Problem zum Beispiel mit dem Krieg und so. Sie erzählen nicht drüber. Sie sind ganz happy. Nur die Zukunft zählt. Sie sind top drauf. Fantastisch. Also das ist aber generell in Südostasien eigentlich momentan die sogenannten Tigerstaaten. Die sehen für das Ganze war locker. Das Erstaunliche in dem Bereich, ich war in Australien, und da sind nicht die Deutschen so die Bösen, an die man sich erinnert, sondern da sind es die Japaner. Das ist auch mal eine Erfahrung gewesen. Ja, aber nicht nur in Australien. Das weiß ich nicht. Nein, die werden generell also wegen der Wirtschaftsmacht und so weiter kritisch gesehen. Ja, klar, sicher. Lieber Udo, lieber Miroslav. Das war schön, dass wir zusammen lachen konnten. Harald, das nächste Mal, wenn wir kommen, dann singst du wieder mit. Das letzte Mal hast du Lady Madonna schön mitgesungen. War eine schöne Sache. Sehr klasse gewesen. Such mal ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Lasst es nicht wieder über ein Jahr werden, bis ihr wieder reinschneidet, wie man das bei uns sagt. Ja, alles Gute und grüßt mir die Tanten. Okay. Mach ich. Miroslav, bleib sitzen. Ah. Danke. Ciao. Meine Damen und Herren, Miroslav Nimitz, Udo Wachtfeite. Schon zweimal hier bei uns gewesen und jedes Mal, wenn sie wiederkommt, ist sie entscheidende Sprossen auf der Karriereleiter höher geklettert. Herzlich willkommen, Nadine Krüger! Das ist toll mit dir, Nadine. Wie viele Sendungen machst du mittlerweile? Was jetzt bei dir, meinst du? Oder? Nein, wie viele Sendungen du moderierst. Oh Gott, ich mache bei Viva mache ich 5 Sendungen. Bei Viva 5 Sendungen? Genau, 5 ist nämlich auch meine Glückszahl. Deswegen bei Sat.1 wieder 15 Folgen Sommersucht Frosse. Und bei dir ist es heute das dritte Mal. Das dritte Mal. Ja. 5 Sendungen bei Viva, unterscheiden die sich?
Schon. Ja. Das junge Zielgruppe. Was ist da der Unterschied? Also wie kann man denn 5 Sendungen bewältigen? Bringen wir das nicht durcheinander oder? Wir haben ja andere Teleprompter-Texte, deswegen unterscheidet sich das schon ein bisschen. Aber nein, es sind andere Formate, definitiv. Also es ist eine Kinosendung, ein super geniales Format, Film ab. Ich habe gehört, du hast auch schon eine kleine Filmkarriere hinter dir. Ja, ich war einmal mit dabei in einem großen Film von Jürgen von der Lippe. Ja. Nicht mit Leo. Nicht mit Harald wahrscheinlich. Ja. Und ansonsten bin ich aber leidenschaftlicher Kinogänger. Du warst jetzt auch in Cannes. Ja, genau. Ja? Das war super schön. Also wir wurden auch völlig überrannt mit dem Format. Und dann hieß es, ich hatte mein Abitur, deswegen habe ich Biosachen auch mitgebracht. Das herzlichen Glückwunsch. Wann war das mit dem Abitur? Vor ein paar Wochen, also vor 2 Wochen war es fertig. Das hast du wirklich noch zu Ende gebracht? Ja, ja? Also, das war schwierig, weil ich bin halt immer hin und her gependelt und war eigentlich mehr woanders als in der Schule und habe schon auch so heiße Briefe gekriegt, Frau Krüger, ne? 50% Anwesenheit auch für Sie. Aber, wirklich? Ja, ja. Was hast du für Leistungskurse? Das hat er letztes Mal schon erzählt. Und zwar hatte ich Bio und Kunst. Und ich habe auch mit Bio meinen Abschluss gemacht. In Bio. Und hast du ein Spezialgebiet? Ich sehe Olinder-Biologie. Dieses Buch hier, das hatte ich auch. Ja. Ich habe nie reingeschaut. Mündliche Prüfung hattest du gehabt, ne? Ich war mündliche Prüfung. Ich wurde gefragt, was ist der Archäopteryx? Weißt du das? Harald, ich will jetzt keinen Gedankenaustausch mit dir machen. Der Archäopteryx ist... Na, du kennst doch aus dem Yps-Heft, oder? Yps-Heft? Kennst du das Yps-Heft nicht? Nee. Bildungslücke. Kennst du Yps-Hefte nicht? Das sind so Comicfiguren. Nein, das ist auch ein Comic-Heft, aber da ist der Archäopteryx auch drin. Und das ist der Urvogel, ein Brückentier. Richtig. Und damit war es bei mir aus. Und weißt du, was ich auch gefragt wurde? Ja, wirklich. Ich wurde auch gefragt, warum sind die Blätter grün? Ja, Photosynthese. Ja, genau. Aber wollen wir es nicht vertiefen? Schule ist zu Ende. Aber du bist für wie viele Punkte? Kannst du sagen, wie viele Punkte du gemacht hast? Bestimmt mehr als du. Ja. Ich hatte keinen Punkt genommen. Nein, eine glatte 6, wirklich. Ja. Ist egal, aber ich war mit einer 4 angemeldet, da hat es für eine 5 gereicht. Das ist toll. Ja. Also ich habe die Bücher auch noch mal mitgebracht, um zu zeigen, ja, und so, Schule. Und ich dachte, für einsame Stunden heute Abend, ne? Schau ich mal rein. Schau noch mal nach. Willst du denn jetzt auch in der Richtung ein Studium machen? Ich werde bestimmt studieren, aber ich werde jetzt erstmal mich voll und ganz auf Sat.1 und natürlich Viva konzentrieren, ja, und andere Sachen noch. Was willst du denn studieren? Kommunikationswissenschaften, deswegen probe ich schon an dir, lebendes Beispiel. Genau. Ja. Das heißt sozusagen Kontakt zu Leuten treten, die nahe an der Wand sind. An der Wand oder meinst Gedächtnislücke? Ja, nee, einfach so von Kommunikations. Da lernt man, wie man mit Leuten redet. Was ist das genau? Kommunikationswissenschaft? Brauchst du nicht, da fällt schon der erste um. Nein, Kollegen bauen schon für den Urlaub um. Ach so, ihr hattet doch gerade Urlaub. Nee, wir haben jetzt Urlaub und bauen um. Wir machen ein verlängertes Wochenende ab morgen. Gut, okay. Ja. Dann haben wir noch Glück, dass wir heute hier sind. Und wie ist das in Cannes mit den großen Stars? Ihr wurdet überrannt? Seid ihr in die falsche Richtung gegangen? Oder wie? Oder wir sind in die richtige Richtung, aber die kamen uns entgegen. Die kamen euch entgegen? Die wollten uns nicht. Und jetzt kann ich mir vorstellen, das sind ja Tausende von Teams. Ja. Seid ihr denn an die großen Megastars, Sylvester Stallone und so weiter, rangekommen, die da waren? Wir waren am ersten Tag ein bisschen spät, muss ich zugeben. Wir haben einen Flug gehabt, der war sehr turbulent. Wir sind angekommen und er startete noch mal durch, weil er hat die Landebahn fast verpasst. Hallo. Und ich sah nur so links Wasser neben mir. Das ist oft bei Charter. Ja. Ja, das war auch nicht Business Class, deswegen. Nein, also es war halt definitiv Fußball. Das hatten wir leider nicht. Aber letzter Tag war sehr schön, kurz vor der Abreise, Christopher Lambert. Oh, also ist das wirklich so? Er hat diese faszinierenden Augen. Er schielt, sagt man. Ne? Er war ein bisschen übermüdet und hatte auch eine Sonnenbrille. Also ich habe seine Augen nicht sehen können. Aber ach, er hat eine Sonnenbrille auch. Charming Boy. So und findest du ihn auch so sexy, wie alle Frauen sagen? Ich habe mich nicht festgelegt. Also ich finde dich noch sexier eigentlich als ihn. Wirklich? Also so vom Charming aus. Ja. Stimmt, aber es war kein Schleim oder so. Nee? Nein. Ich glaube es dir. irgendwie wendet sich ja auch jetzt die neue Staffel von Sommer sucht Sprosse mehr an meine Generation. Es geht mehr um Trends. Genau, um Trends. In der Zukunft. Und das heißt, wirklich, es sollen ältere Paare zueinander finden? Klappt das denn, dass sich da Paare finden? Wir geben unser Bestes. Also wir versuchen es natürlich und es hat sich einiges geändert auch an Sommersuchtsprossen. Wie gesagt, was du meintest, Fans, also ist auch was für dich dabei. Auch nette Frauen und die erste Frau war 27, also passt die 3 Jahre Unterschied, ist optimal. Es hätte das. Und ansonsten wir haben es aufgeteilt. Sebastian ist einmal hinten. Ja. Und macht so diesen Chaka-Chaka-Part und ich fange an, die Sendung vorne zu moderieren.
diesmal. Ah. Ja. Wie, er steht hinter dir, während du vorne sprichst? Oder wie ist er? Ja, und er macht Chaka-Chaka. Ja. Und er macht Chaka-Chaka. Das ist so ein Tanz, ja? Ja, das ist ein cooler Tanz. Wie geht das? Wie geht das, Chaka-Chaka? Chaka-Chaka ist eigentlich ein Spruch von mir. Es ist so eine Bewegung. Ah, ich kannte ihn früher von Hella von Sinn. Ja. Und wie geht das? Kannst du mal einmal zeigen, wie das geht? Chaka-Chaka, ja? Meinst du? Du meinst bestimmt den Tanz in unserer Sendung, Tanz, oder? In eurer Sendung. Habt ihr nicht einen Einspieler oder irgendwas? Doch, wir haben, nein, ich sehe gerade das Zeichen, schade, die Zeit reicht nicht mehr. Nadine, ja. Hätten wir die Musik gehört, statt dass du noch mal zwischengefragt hättest, hätten wir es auch wieder tanzen, weil immer, wenn ich bei dir bin, darf ich tanzen. Ich weiß, eine schöne Tradition, aber wir machen es das nächste Mal, okay, wenn du wiederkommst. Na klar, ja? Und pass auf die Bücher auf. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nadine Krüger, danke schön. We'll be right back.